Vorwarnung. 3, 2, 1 und bitte Elmar. Herzlich willkommen auf dem Trainingsgelände des BVB. Und ich darf Ihnen sagen, das wird eine ganz besondere Übung werden für die Profis. So, Jungs, hört mal auf jetzt hier mit dem Blödsinn. Draußen wartet die wahre Challenge. Die wahre Challenge. Und das ist das Dartboard, auf das gespielt wird. Das ist ein echtes Dartboard. Krass, ne? Zieh ich dich ab? Mario weiß nicht, aber dich auf jeden Fall. Also, die Dortmunder Dart Challenge ist angerichtet mit Mario Mighty Götze, Marcel Schmelle Schmelzer und Triple Tobi Raschel. Und der Jüngste fängt jetzt auch gleich an. Alles klar, Tobi, auf geht's. Zeig mal, was du kannst. Die Regeln sind ganz einfach. Jeweils 3 Schuss aus 5, aus 8 und aus 11 Metern, wer die meisten Punkte erzielt, gewinnt. Völlig easy. Verstanden, Jungs? Alles klar, Elmar. So, Tobi Raschel beginnt. Und das ist das Bullseye. Das geht gleich richtig gut los. Ja, aber jetzt kann ich ja nicht nochmal treffen, ne? Ja, ist richtig. Du bist selber schuld. Nicht schlecht. Das ist die 6. 56 Punkte für Tobi Raschel. Gute erste Aufnahme von ihm. Triple 7 obendrauf. Macht 77 Punkte. MG. 7. 7. Nur 7 Punkte. Er will das Triple. Er will das Triple. Er will höher. Er spielt flacher. Flach. Spielen hoch. Gewinnen. Was ist das? Komm, wir geben dir eine 10 dafür. Klasse, danke. 36. Schmelle. Nicht mal die Hälfte von Tobi Raschel. Was kann der Linksfuß Schmelle Schmelzer? Ah, mit viel Dampf dabei. 17. Da bin ich fast besser als du, ey. Was hatte ich nochmal? 46, oder? 36. Guten Zug, 17 Punkte mit dem ersten Schuss. Den versucht er weiter oben anzusetzen. Kriegt die 6. Noch kein 180, Ladies and Gentlemen. Doppel 19. 38. Mit einem Schuss besser als du insgesamt, Junge. 8. 7. Das ist bislang die große Stärke bei Mario Götze, das Abmessen der Entfernung. Feines Füßchen. Triple 15. 45 Punkte. Auch im zweiten Durchgang ein toller Start von Tobi Raschel. Das ist die 20. Zum ersten Mal das 20er Segment getroffen. Und der geht auf den Borsigplatz. Scheiße, der müsste drauf kommen. Das sind 65 Punkte im zweiten Durchgang. Er liegt weiter vorne mit 142. Und Mario Götze, das sind 14. So kommt er nicht wirklich auf Vordermann. Oh nein! 15, Alter. Triple 2. Komm, wir geben dir eine Triple 2. Ja, Triple 2. Triple 2 kriegt die Triple 2, macht 20 Punkte, steht bei 56 Punkten nur. Oh, 25. 61 im ersten Durchgang, jetzt das Single Ball. Guter erster Versuch, der wird ein bisschen gestört. It's a mental game. Nein, 33. Die Triple 11 getroffen, 33 Punkte. 6. Und noch die 6 obendrauf, macht 64 9, für 10, Schmelle Schmelzer. 11. 125 Punkte bei ihm, 142 sind es bei Tobi Raschel. Da, der trifft die Doppel 6, die zählen wir, die bekommt er, 12 Punkte. Ja, Druck, mit Druck, ne? Mit Druck. 18, meine Zahl. 30 Punkte für ihn, er steht bei 172. Kann er noch eins draufpacken? Ah, da ist es die 1. Da ist es die 1, 173. Wie viel brauche ich? Du brauchst ganz, ganz viel. Götze mit der 3, das ist zu wenig. Mario ist eh raus. Es ist nicht der Tag des Mario Götze. Ich möchte sogar sagen, es ist ein ziemlich gebrauchter Tag. Wie viel brauche ich jetzt? Am Ende bei 71 Punkten. Das ist nicht mein Spiel. Über 100 Punkte Rückstand. Doch Schmelzer kann es jetzt immer machen. 48 Punkte liegt eher hinten. Ja, ich habe auf den Gulli getreten, das war bitter. Keine Ausreden, jetzt musst du ran, Junge. 48 Punkte, trifft die 8 und könnte jetzt die Doppel 20 gehen. Er könnte das Bullseye anvisieren oder Trippelfelder. Schieße ich den einen da daneben, ey. Ist auch ein Wahnsinn. Ich brauche irgendein Triple. Ey. Und jetzt fällt die Entscheidung. Das ist die Doppel 15. Das ist nicht schlecht, aber es reicht nicht. Am Ende heißt der Sieger Tobi Raschel. Mit 173 Punkten holt er sich den Triumph. Der Jüngste zeigt den Erfahrenen und gewinnt das Ding hier. Ja, ganz klar, verdient gewonnen. Ja, toller Moment in seiner noch jungen Karriere. Die Challenge war leicht. Dem Tobi muss man auch mal ein Erfolgserlebnis gönnen, von daher. Wir haben den Teppich ausgerollt für dich, damit du auch mal ein positives Erlebnis hattest nach dem Training heute. Deswegen. Nein, er hat verdient gewonnen, er hat gut gespielt. Und Männer, zum Schluss noch eine Weisheit von mir. Triple is funny, double makes the money. Das war sie, die Dortmunder Darts Challenge. Game on.